Ich will sehen, wie Dave im Banjo-Kazooie Speedrun macht. Nein! Der einzige Speedrun, den ich je gemacht habe und den es auch dieses Jahr wieder geben wird, weil ich meine PB verbessern will, ist Dark Souls 1. Aber das dauert auch noch. Das werde ich wahrscheinlich dann doch eher später im Jahr machen, weil wenn ich das jetzt mache, ruiniere ich mir meine Muscle Memory für Elden Ring. Weil ich dann zu sehr auf Dark Souls 1 eingeschossen bin. Ich habe nur in Outlast. Da habe ich dir zugeschaut, daran erinnere ich mich. Ich bin schon weg. Speedrunning becoming angry per 80%. Das. Angry percent. Bei jedem Spiel. Ab wann ist Dave tilted? Wir lassen uns immer den Timer mitlaufen. Und Lance kann den dann, oder... Ja, Lance kann den dann eben als Mod per Command anhalten mit also Ausrufezeichen angry dann. Und dann bleibt der Timer stehen. Blackie programmiert mir das bestimmt. Das wäre, to be honest, witzig, ne? Dauert nur 1,3 Sekunden. Kommt aufs Spiel davon. Wenn das Spiel so eine Kamera hat wie das hier, dann ja. Ich habe keine Ahnung mehr. Warte, was soll ich tun? Also wir gucken jetzt nochmal. Nein! Das Spiel ist furchtbar. Leute, die das hier mögen, gesteht euch ein, eure Kindheit war einfach nicht geil. Ihr hattet halt nichts anderes. Kann ich den eigentlich nochmal ansprechen? Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast. Affe, was wolltest du von mir nochmal? You talking? Nein. Scheiße. Was ist mit dem Ding jetzt hier? Oh. Du schlauer Bär. Finde den Kongas Gold. Oh. Puzzle gefunden. Das hilft mir aber trotzdem nicht weiter. Jetzt habe ich 4. Er schmeißt aber immer noch mit Scheiße um sich. Also Orangen. Also Orangen sind jetzt nicht scheiße. Ich mag die, aber... Vielleicht komme ich da hoch. Kann ich mich auf den Affen still... Warte mal. Halt mal still, Affe. Ich möchte auf dem Affen stehen und von ihm abspringen. Dann sollte ich doch da hochkommen. Ich habe eine Stampfattacke gemacht. Wir töten den Affen! Schade. Hört jetzt auf. Schade, geht nicht. Mann! Meine Kindheit war geil. Ich habe das Spiel halt zur richtigen Zeit gespielt. Was kann ich dafür, dass du 20 Jahre zu spät kommst? Das habe ich schon öfter gehört, den Spruch. Das hält doch keiner so lange durch. Gut, dass wir auf denselben Gag abzielen. Perfekt. Halt dich doch fest, bitte. Ich bin halt ausdauernd, Lance. Das habe ich in Mario und Luigi bewiesen. Ich habe das so lange durchgehalten, obwohl ich es so gehasst habe. Gott, halt die Fresse, Affe. Ich muss mich konzentrieren. Ist der nervig. Schreibt alles mit. Irgendwann müssen alle aus dem Chat einfach mal beitragen. Ihr müsst dann den Wikipedia-Eintrag über mich schreiben. Ihr könnt so vieles schreiben. Ich habe so vieles schon im Stream erzählt. Hast du mich gerade Affe genannt? Dich immer. Puh, muss ich mich zurückhalten. Nein! Verschissene Kamera! Ich kann das nicht mehr, ey. Das war knapp, Dave. Was war knapp? Ha? Wie, was war knapp? Oh mein Gott! Ich weiß sogar, wann Dave Geburtstag hat. Das ist... Nee, wenn gelöschte Nachrichten stehen, sind nicht mehr im VOD. Oder? Herbst hier? Wenn eine Nachricht gelöscht wurde, stehen sie nochmal nicht mehr im VOD. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Warte jetzt die Antwort ab, bevor ich weiterrede.
Knopf stehen sie nicht. Ha, wunderbar. Weil Herbst, die weiß, wann ich Geburtstag habe, weil ein Freund, also ein IRL-Freund, random in meinen Chat kam und meinte, du hattest ja da und da Geburtstag, ne? Und ich so, fuck. Und habe einfach schnell die Nachricht gelöscht, weil er mir halt einfach so alles Gute nachträglich gewünscht hat. Und Herbst, die war, ja, schnell genug und hat sich's aufgeschrieben, gescreenshottet, whatever. Ich hab's instant gescreenshottet. Es ist so frech. Es ist so frech. Da kommt einmal jemand rein. Verplappert sich. Zack, Screenshot. Nein! Ich muss hier aber lang, ne? Der Fall auch am 30. Februar. Exakt. Erzählst du es mir für 50 Gift-Subs? That's my stalking girl. Was habt ihr davon, wenn ihr wisst, wann ich Geburtstag habe? Was habt ihr davon? Es ist ja, es wäre ja noch nicht mal schlimm, wenn ihr es wüsstet. Ich will aber einfach nur dieses Meme am Leben halten. Es geht mir nur um dieses scheiß Meme. Das wäre viel zu schade, wenn... Ich weiß, wenn man seinen Geburtstag im Stream feiert, dann kriegt man einen Haufen Donations, Gift-Subs und blablabla. Ist mir alles egal. Das Meme ist viel witziger. Ich lebe für den Gag. Na verdammt. Das muss doch gehen. Na, ich hab gedrückt. Ich habe ja schon keinen Bock mehr. Auch wenn 50 Subs ein gutes Angebot sind. Sei stark, Herbsti. Bleib standhaft. Das ist so frech. Es kommt einmal rein und verplappert sich. Und jetzt ein Screenshot. Dev, du sollst doch nicht von dir auf andere schließen. Nö. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Nee, aber ich feiere meinen Geburtstag. IRL. Ach so, ja. Ja, ich halt nicht. Von daher kann... Ich könnte ihn halt im Stream feiern, weil ich in IRL halt... Boah, wann habe ich das letzte Mal meinen Geburtstag in irgendeiner Form gefeiert? Ich glaube, das Höchste war... Vor 7 oder 8 Jahren haben wir uns zu viert in eine Shisha-Bar gehockt, hatten einfach einen netten Abend und sind wieder heimgegangen. Fertig war. Das war dann auch so... Ach ja, übrigens, alles Gute zum Geburtstag nebenbei. Ja, zahl ich mal. Gib mal Getränk aus dafür. Ja, mach mal. Das war alles. Das war jetzt nicht irgendwie... Es war halt einfach nur ein gemütliches Beisammensitzen. Das ist so viel entspannter. Ich bin halt nicht so... Also ich bin schon ein Partymensch, wenn ich die Party nicht planen und organisieren und veranstalten muss. Und danach aufräumen muss. Deswegen bleibt man ja auch nicht bis zum Schluss, weil dann muss man... dem Gastgeber ja beim Aufräumen helfen. Deswegen geht man so. Man übertreibt schon ein bisschen mit der Zeit, die man da bleibt, aber geht halt dann auch. Wenn man merkt, so, oh, ich fange jetzt bald das Aufräumen an, dann geht man. Das ist das beste Ende für eine Party. Man übernachtet auch nie. Wenn es sich anbietet oder wenn man zu voll ist. Also es kommt auch nicht. Zum Beispiel Partys irgendwo bei Freunden, die sehr ländlich wohnen. Ja, da fährst du halt mit dem Auto hin. Und übernachtest halt, wenn es ist. Aber wenn es irgendwie Bus, Bahn etc. gibt, mit dem man wieder nach Hause kommt, dann brauche ich auch nie übernachten. Ich kann woanders sowieso nicht schlafen. Das ist ganz schlimm bei mir. Ich hab keine Ahnung. Hey, was denn? Was habe ich jetzt schon wieder gesagt? Was davon? Ich habe viel geredet. Ich geb's auf. Mit mir besser ist es. Besser früher als spät. So, jetzt bin ich auf dem Baum. Und nur... Nee, hier. Okay. Nur hier die Steuerung. Ja, keine Ahnung. Ich finde auch den dritten Maulwurf nicht. Wir gehen. Dann kann ich meinen Tee holen. Das habe ich vergessen. Der zieht seit Ewigkeiten, ne?
Grundhilde hat euch daran gehindert, alle Noten zu sammeln. Aber die 89 gesammelten Noten werden als Bestleistung gespeichert. Versucht alle 100 Noten jeder Welt zu sammeln. Ihr braucht die Noten, um weitere Türen zu öffnen. Halt, ihr habt noch nicht alle Moves dieser Welt gefunden. Brennt euch an. Warte. Ich brauch das. Was ist denn der Viech jetzt hier? Hold on. Ich muss den ganzen Kack. Nein. Oh nein. Also, Chat, das dürft ihr mir jetzt beantworten. Ich muss die 100 Noten wirklich finden, um weiterzukommen. Und die die Puzzleteile. Muss ich das alles finden? Also muss ich das mehr oder weniger 100%? Oder kann ich das auch irgendwie casual durchspielen, so mit 50% gesammelten Kram? Geöffnet ist die Tür zur Welt. Habt ihr Angst und Hass bestellt? Du musst nicht 100%. Gott sei Dank. Weil da hätte ich gar keinen Bock drauf, wenn ich das auch noch muss. Boah. Kurz geschockt. Pad ausnehmen. Aber lange für den Tee gebraucht. Ja. Eine ausgiebige Werbung. Pause. Werbung. Weil ich Quicks Werbung gesehen habe. Alter, Achso, nee. Ach, wir sind draußen. Entschuldigung. Nö, ich darf einfach woanders hin. Nö. Moment, ist das ein Buu? Oh mein Gott. Ne, das ist ein Pumpkin oder sowas. Oder eine Tomate? Was gibt's für... Oh Gott, was gibt's für Tee? Punsch. Find's auch schön, dass auf meinem Punschtee steht, ohne Alkohol. No shit, das ist ein Teebeutel in heißem Wasser. Wo soll der Alkohol herkommen? Blablabla. 50. Diese Tür hat Grundhilde mit einem Musikzauber versiegelt. Mach sie auf, Opa! Sei nicht so frech. Um die Türen zu öffnen, müsst ihr in den Welten die Musiknoten einsammeln. Wie viele brauchen wir? Die Zahl auf der Tür gibt die Stärke des Zaubers an. Um den Zauber zu brechen, müsst ihr mindestens so viele Noten sammeln, wie dort angezeigt wird. Also in diesem Fall 50. Wir haben Pada 70. Wie viel haben wir? 89 sogar, guck mal. Da easy. Warum kann ich hier heilen? Werden die abgezogen? Nee. Ich behalte die Gesamtzahl trotzdem weiterhin bei, okay. Kam noch ein Spritzer Zitrone mit. Oh mein Gott. Schön wär's, wenn ich Zitronen da hätte. Willkommen im Jammertal. Jetzt beginnt die pure Qual. Wieso? Die Kamera noch schlimmer? Oh, ne? Also die Gegner sind ja kein der Easy bisher. Okay. Die Zahnfee. Hallo. Hallo, Shrek. Hallo, meine Helden. Ich bin Brenthilda, Grundhildas jüngere Schwester. Ich möchte euch helfen. Es wird Zeit, dass man der alten Schachtel eine Lektion erteilt. Ich weiß alles über Grundhilda und werde euch bei jedem Treffen drei ihrer miesen Geheimnisse verraten. Oh. Vergesst meine Hinweise bloß nicht. Denn ihr werdet sie noch brauchen. Chat, schreibt mit. Drückt B, wenn ihr etwas über Grundhilda hören wollt. B. Grundhilda putzt ihre Zähne mit stinkendem Käse. Stinkender Käse ist aber meistens lecker. Warum ist das wichtig? Hä?
Ihr Haar wäscht sie mit ranziger Milch. Ha? Ihre Kleidung holt sie sich aus Saggy Maggies Boutique. Saggy Maggie. Was? Hallo? Also man kann sich die... Ja. Wie Tölpel lauft ihr hier herum? Ihr seid so schwach und auch noch dumm. Danke, Lance. Kommt das mit einem Quiz oder was? Bitte nicht. Rennt er auch weiter? Achso, muss ich die jetzt ausgeben? Treasure Trove Cove. Treasure Trove Cove. Das hatten wir doch letztens, ne? Dann wäre das halt aus einer riesigen Regenschauer eingesetzt. C-Knopf, wenn das Bild was erst einmal vollständig ist, lassen sich keine Teile mehr entfernen. Achso. Ich hab nicht gelesen, was da. Sieht wirklich so, als würde draußen die Welt untergehen. Hallo. Das ist ein Spiel. Oh nee, 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 nicht den. Nee. Nicht der jetzt. Hallo Arno. Na, wie war Pokémon Black and White? Hallo Kati. Hallo Arno. Na. Ihr seid, was ist rausgeflogen aus dem Team? Will ich's wissen? Hallo, Maso. Muss ich A? Ach, ich muss A drücken. Du siehst hier einen Dave, der sich nur beschwert. Ja. Guten, bei einem meiner absoluten Lieblings-Jump'n'Runs. Ich habe selber vor 2 Jahren erst das erste Mal gespielt. Ich hasse es. Der Affe ist raus. Das wird Milchi unglücklich machen. Aber ist jetzt mir erstmal egal. Wusste ich. Die Kamera. Was ist diese Kamera? Willkommen in der donnerstaglichen Salt-Runde. Wieso denn donnerstaglich? Das ist jeder Tag ist Salt. Ich bin die ganze Salzmine. Könnte ich jetzt mit mehr Infos über das Becken? Egal. Nein, nein, nein. So, irgendwo ist irgendwas passiert. Ihr bietet mir die Stirn. Euch fehlt dazu das Hirn. Was ist das? Diese Sprungplatte, den Kazoo ist ein Supersprung. Findet mich und ich verrate euch. Yeah. Ihr funktioniert. Dev-Tipp. Muss erst die Dragon Balls finden. Ah. So, alles brennt. Kati will einfach die Welt nur brennen sehen. Happy Noises. Schön. Das, ja. Na, 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 na. Diese Kamera. Gott. Ich kann nicht. Nein, ich will nicht mehr. Nein, ich kann das nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Sagte einst ein österreichischer Politiker. Und er hatte recht. Was ist das denn jetzt? Ein Rohr. Ich hab auch ein dickes Rohr. Ich habe sie damals im Emo invertiert. Ja, weil sie ist nämlich invertiert und ich kann sie nicht ändern. Hey, zeig mal. Nee, das geht gerade nicht. Da ist noch verbaut. Das wird noch gebraucht. Und weil ich gerade die Welt brennen sehen will, erstmal einen Witz aus dem Buch, natürlich. Was waren die letzten Worte des Elektrikers? Was ist das für ein Kabel? Das, wie langweilig. Deswegen hat Kati einen unmöglichen Wunsch von Dave im Kati-Suit in den Kopf gesetzt. Oh, ich werde wirklich krank. Ich habe so keine Lust. Stellt euch mal darauf ein, dass ein paar Streams ausfallen könnten. Danke für die Gesundheit. Wo ist denn diese blöde Kiste? Warte mal, von da sind wir
sind da zwei Durchgänge? Fuck. Oh, nee, Treppe sind wir nicht gelaufen, oder? Bei diesem Topf. Das ist ihr Topf. Warum liegt er hier? Hat. Warum das? Hallo! Ich hasse dieses Spiel. Lege ich mich für 2 Stunden hin? Ja, 2 Stunden. Das wird funktionieren. Du stehst dann um 10 auf. Dann kannst du in der Früh wieder streamen. Dann hättest du wieder einen normalen Rhythmus, wenn du dich jetzt kurz hinlegst. Der magische Kessel ist aktiviert. Finde 2 gleicher Farbe, um eine Abkürzung zu schaffen. Was? Hau dich. Komm mal ran hier. Denn ich komm wieder. Bist du nicht die, die immer sagt, erscheinen reicht? Ihr zittert wie Espenlaub. Macht euch besser aus dem Staub. Ach, das soll ein Shortcut werden. Ah. Lass mich doch kommen. Ich meine ja nur. Ich lege mich jetzt gerade hin. Okay. Dann Kati. Dann Kati und Herbst, die dann schlaft schön, ihr beiden. Wenn ihr jetzt beide hinlegt. Danke fürs dabei gewesen sein. Darf ich auch permanent beleidigend reimen bei dir, Dave? Ich bin permanent beleidigt, wenn ich dich sehe, Arno. Und bald wieder. Alles gut. Entschuldig dich dafür nicht. It is, wie it is. Ich habe gerade Schlauchtarbeit sehr. Ich sage, es ist absolut okay. So ist das Leben, so ist die Welt. Deine Arbeit ist ein bisschen wichtiger als mein Stream gucken. Also ein klein wenig. Kümmere dich um deine Arbeit. So. Quakes meinte, ich soll hier öfter die Stampfattacke einsetzen. Aber wo und auf was? Ich finde nämlich das andere Ding nicht. Also gehen wir wieder hier rein. Ich hasse dieses Spiel. Es ist ein Irrgarten. Das sag ich dir nicht, das ist okay. 3 neue Moves. Warte mal, das komplette Level ist auf 0 resettet? Oh, nee. Nee. Wait, das... Muss ich die Scheißdinger jetzt wie... Nein. Ich wollte dich warnen. Oh, ist dieses Spiel grottlig. Nee. Ich gucke einfach nur durch, ob ich finde, wo man die Stampfattacke einsetzen könnte. Und wenn nicht, gehen wir einfach wieder. Oh mein Gott, warum ist dieses Spiel so? Nee. Nee. Wo ist das bei den Blumen? Würde ich es noch sehen. Ich bin gerade erzürnt innerlich. Ich bin echt im Arsch in den letzten Tagen. Also nicht nur körperlich, sondern auch mental zurzeit. Kick gerade sehr rein. Ja, dann erhol dich jetzt. Leg dich hin. Hallo? Stopp mal. Erhol dich. So, rote Blumen nicht. Es gibt aber ab und zu blaue Blumen. Die waren etwas seltener. Ja, die da vorne zum Beispiel. Das ist der Stier da. Oh mein Gott, diese Kamera. Oder besser diese Steuerung. Nö. Ab. Nö, ich sehe es nicht. Wir gehen. Ja, wir gehen. Kein Bock. Also ich habe das Game ja auf 100% gespielt. Das ist schön, Arno. Du bist ein guter Katholik, wenn du diese Selbstgeißelung wirklich durchziehst. Ich merke, dass alleine arbeiten, der Dauerstress und so weiter kriegt man mir auch mental. Na, in der Freizeit noch Elternabend vorbereiten. Ja, okay. Hat.
blöde Ameise hier. Oh, die Kamera. Die Kamera. Die Kamera. Nein, holt euch. Holt euch, genau. Ruht euch alle aus. So. Aber weil ich versprochen komme, dass ich nachher im Discord komme, komm ja auch wieder. Nicht böse sein. Wieso soll ich denn böse sein? Als wäre ich irgendjemandem wegen sowas böse. Außer Lance. Lance würde ich das übel nehmen. Und Arno. Vor allem Arno. Und Lance. So. Nee. Ich kann nicht mehr. Das ist ein Scheiß. Nein. Oh mein Gott. Der Dave, er weiß nicht mehr weiter. Statt weiter zu spielen, ist er lieber eiter. Ja. Halt mal, Arno. Vielleicht solltest du einfach nicht weinen. Dave, ich bin mal kurz AFK. Tschüss, Mod. Ach ja, das war jetzt das Thor. Ich hab Instant B gewirkt. Wie kann denn das... Der Draht von Dave, der wird ganz dünn. Dazu die Kamera, gleich wirft er hin. Ganz dünn auf hingereimt? Das funktioniert nicht. Aha! Aha! Los, Arno, raid ihn nochmal. Raid mich einfach nie wieder, Arno, okay? Komm hier einfach nie wieder her. Joa, hier ist halt nass, ne? Ne, das ist zu hoch. Ich will nicht schlafen, wenn ich aufstehe, habe ich meine Zahnwurzelbehandlung. Und das ist Angstpatient. Der langhaarige Zottel hat eine Freundin. Die ist ein Trottel. Nett. Naja, kriegst du wenigstens eine Vollnarkose? Der wirft gleich hin. Kann ich da durchlaufen? Warte mal. Oh! Ist auch eine Loadzone. Ich nehme das Rohr hier drin. Moment, hier ist kaputt. Topf! Der magische Kessel ist aktiviert. Finde zwei gleiche Farbe, um eine Abkürzung zu schaffen. Muss ich jetzt nicht reinspringen? Ich habe das Gegenstück noch nicht gefunden. Nee, habe ich nicht. Seit zwei Stunden streamt der Dave. Seine Zornesbonus beim Spielen bringt ihn ins Grave. Ja. Frau Katzenstein, bitte. Verzeihung. Ah, Wir haben genug für den Zauberspruch. Was auch immer der macht. Hallo. Oh mein Gott. Hier hoch. Und jetzt? Nee, da war der Kopf. Jetzt zerbrechen wir hier gleich auch den Kopf. Dann schlafen Sie wohl, Frau Katzenstein. Schaut aus Versehen dahin. Was? Aber in den Chat bewegt die Kamera so schnell weg, dass du ihn nicht siehst.
So eine gelbe Unterhose trägt doch nur eine Mimose. So, was ist, wenn ich da runterspringe? Komme ich da jemals wieder hoch? Ja, an dieser Liane da, ne? Okay. Tauchen. Das ist auch noch was. Welche Farbe hat deine Unterhose? Ich bin sehr langweilig. Ich habe einfach einen riesen Pack schwarze Shorts mir einfach gekauft. Fertig. Deswegen habe ich 500.000 gleiche schwarze Shorts. Dave trägt Unterhosen? Manchmal. Nur bei Plattformen und Horror-Games. Ansonsten brauche ich die nicht. Diese sind nun käuflich erwerblich. Richtig, frisch getragene Dave'sche Unterhosen. Jetzt auf strohdev.shop. Und da kann ich jetzt hochlaufen? Oh. Jetzt sehe ich ja hier was. Wie viel? Ohne weitere Noten ist der Durchgang streng verboten. 180, 190, 180. Mehr als was ich habe. Jetzt laufen wir doch nochmal in die erste Welt. Mit oder ohne Bremsspur? Bremsspur kostet Aufpreis. Oh Gott. Mit dem Geruch Mario und Luigi, Banjo-Kazooie und Rock im Park. Richtig. Meine getragenen Unterhosen vom Festival könnt ihr haben. Wenn ihr auch da seid, bekommt ihr sie sogar vor Ort ganz frisch. Ich ziehe die dann an Ort und Stelle aus und ihr kriegt die.